Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, Leute, was gibt es Neues? Nichts. Nichts, leider gar nichts. Denn, ja, was soll ich groß erzählen? Das ist mein Problem zurzeit, dass halt wirklich Hero Zero sich so ein bisschen dahin schleppt. Wie es immer so nach Silverstadt ist, die ersten Wochen sind super euphorisch und man hat viel zu bereden, man hat viel zu tun, man ist noch richtig froh, auf dem Server mitzuspielen. Und jetzt kommt so langsam die Phase, also nicht falsch verstehen, ne? Ich habe immer noch Bock auf den Server und ich habe auch immer noch Bock, meine Energie und Trainingseinheiten zu machen und mit We Are Legion hier weiterhin auf Top-Team-Kurs zu gehen. Das Problem ist nur, ich weiß halt null, was ich noch erzählen soll, ne? Ihr habt alles gesehen, neues Update kam natürlich gestern nicht raus. Das wird, glaube ich, wenn alles gut geht, nächsten Dienstag rauskommen. Nächsten oder übernächsten Dienstag, in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch mal eine Neuerung, die sie schon angeteasert haben im letzten Update, hinzugefügt wird. Entweder die Werkstatt oder andere Räume im Heldenversteck, wäre natürlich ideal für mich. Oder halt einfach, dass mal wieder das Casino kommt, dass man da mal wieder ein bisschen was zum Daddeln hat, sage ich mal. Oder allgemein, einfach Neuerungen, irgendwas, was für mich jetzt als Let's Player, sage ich mal, wieder einen Anreiz gibt, euch Videos zu bringen, ne? Zurzeit ist es halt wirklich so, ich mache täglich das Video, weil ich halt einfach Bock drauf habe und weil ich halt mir so denke, ich muss das, also ich weiß auch nicht. Ich habe einfach den Drang danach, das zu machen. Das Problem ist nur, umso weniger Stuff ich habe, worüber ich erzählen kann, beziehungsweise was ich hier machen kann während des Let's Plays, umso weniger Interesse wecke ich bei euch, könnte ich mir vorstellen. Weil, was? Spitznippel? Vor allem wie viel? What the fuck? Einfach mal 1000 Intuition mehr. Kann ich den Kampf nochmal angucken? Nee, ne? Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber nur gut. Was soll man machen? Es ist halt so. Oh, die nächste Heldennotruf abgeschlossen und somit alle abgeschlossen. Wie ich gestern schon angekündigt habe, die zwei wöchentlichen Heldennotrufe habe ich abgeschlossen und auch die heute täglichen Heldennotrufe habe ich jetzt endlich komplettiert. Und ich habe erneut das Problem, dass, naja, die ist okay, dass wieder nur blöde Missionen hier am Start sind. Aber nur gut, ich möchte mich nicht irgendwie hier aufregen. Es hat jeder damit zu kämpfen, könnte ich mir vorstellen. So, nein, 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 nein. Huh, das wäre fast in die Hose gegangen. Ich habe es heute endlich geschafft. Ich habe hier meine Versteckzentrale ausbauen können, beziehungsweise sie ist gerade am Ausbauen auf Stufe 15. Dann haben wir ja gestern schon geschaut, habe ich endlich ein relativ viel größeres Lager für meinen Superkleber, beziehungsweise Zeronit. Und ich habe auch natürlich wieder mehr Münzen pro Stunde. Was natürlich sehr nice ist. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass es 2 ganze Tage dauert. Das heißt, ich kann jetzt 2 Tage lang keinen anderen Auftrag hier irgendwie meinen Arbeitsrobotern geben. Ne? Dieser braucht jetzt noch ja, 16,5 Tage, um diesen Bauplatz hier fertig zu machen. Und dieser Arbeitsroboter braucht halt jetzt über 2 Tage, um meine Versteckzentrale fertig zu machen. Nun gut, wie gesagt, ich wollte jetzt eh erst einmal nichts weiter ausbauen, aber in den 2 Tagen, da ist ja mein Lager locker wieder voll. Und dann habe ich immer das rote Zeichen, na ja, hier, muss man wieder abholen. Ja, kann ich nicht, weil die Lager sind voll. Ja, hol es trotzdem ab. Nein, kann ich nicht. Naja, und das nervt mich ein bisschen. Aber nun gut, damit muss man leider leben. Ich werde jetzt gleich noch einen Sondereinsatz zeigen. Ich habe gesehen, dass einer fertig ist. Die anderen werden erst in einer Stunde fertig. So lange muss ich euch leider gestehen, habe ich keine Energie bzw. auch Zeit, um zu warten. Deswegen machen wir wenigstens den letzten Sondereinsatz, sozusagen in Anführungsstrichen den neuesten. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in also den Endlos-Sondereinsatz durchgenommen haben, aber ich gehe davon aus, ja. Ich glaube, die Sondereinsätze hat man ja relativ zeitig fertig. Natürlich nicht so zeitig wie die Top-Player hier auf Server 14. Aber trotzdem waren die ja dann relativ schnell erledigt. So, dann ziehen wir uns mal fix um. Hier in die leckeren Kondi-Sachen. Und
und gehen dann mal durch im letzten Sondereinsatz. So, die packen wir mal fix hier rein, damit wir ein bisschen Platz haben im Inventar. Und dann hier. Was wird hier pro. Oh, jetzt hätte ich fast noch vergessen. Die EP kann man sich immer mitnehmen, Leute. Immer mitnehmen. Zack. Auf geht's. Was wird hier programmiert? Mal fix durchgerusht und geschaut, wie viele epische Teile wir heute kostenlos bekommen. Bis jetzt nur gewöhnliche, ausschließlich gewöhnliche. Da ist ein seltener Gegenstand. Jetzt müsste ein epischer kommen. Ja, da ist der epische Gegenstand. Jetzt kommen wieder gewöhnliche. Genau. Ich glaube, das hat schon eine gewisse Reihenfolge. Seltene. Nochmal gewöhnlich. Und der vorletzte könnte episch sein und der letzte könnte auch episch sein. Okay, er ist selten. Aber der letzte ist, glaube ich, immer episch. Die Frage ist halt nur, ist Set-Gegenstand oder nicht? Nein, ein normaler Filzschuh. Ja, kann man immer gebrauchen, wieso nicht? Damit wäre dieser Endlos-Sander-Einsatz auch wieder erledigt. 5 Tage dauert es, bis er wieder verfügbar ist für mich. Wie ihr seht, völlig abgeträgt, wird in einer Stunde verfügbar sein. Genauso wie, was ist der Plan und was wird vertuscht. Das heißt, diese netten Endlos-Sondereinsätze werdet ihr dann morgen zu Gesicht bekommen. Aber für heute soll es das erst einmal mit Sondereinsätzen gewesen sein. Ich habe heute kam ein Schurke übrigens. Ah, minus 1. Heute kam ein Schurke. Lustigerweise, gen what? Ein seltenes Teil, was besser ist als mein episches? Nein! Ah, nur gut, müssen wir machen. Müssen wir machen. Wir wollen ja immer die Top-Kleidung hier am Körper tragen. So, minus 7. Ich erzähle gleich weiter. Ich muss nur fix hier mal kurz. Wie gesagt, Männer, ne? Multitasking und so, das ist nicht unser. Das ist nicht unser. Zack, zack, zack. Genau, wie gesagt, heute kam wieder ein Crispy Rob. Hab auch ein Nender LP. Ja, läuft bei dir. Hübsch. Ja, heute kam ein Schurke. Lustigerweise um 10 Uhr. Leute, um 10 Uhr. Die eine Hälfte der Bevölkerung schläft um diese Uhrzeit noch. Die andere Hälfte der Bevölkerung ist entweder in der Schule oder auf Arbeit. Und die dritte Hälfte der Bevölkerung haben irgendwas anderes zu tun. Sind einkaufen, wenn wir jetzt mal von Rentnern ausgehen. Sind einkaufen um die Uhrzeit. Warum bringt ihr 10 Uhr einen Schurke und dann nicht später nochmal einen, ne? Ich sag mal, okay, es ist erst 19:30 Uhr, ne? Es kann sein, dass 20 Uhr, 21, vielleicht auch 22 Uhr noch ein Schurke kommt. Aber um 10? Ne? Also, selbst Kitty, ne? Kitty war da, ich sag nicht stummerweise, sondern für sie glücklicherweise online und wollte halt den Siegtreffer, nicht Siegtreffer machen, die meisten Angriffe machen und hat es auch relativ günstig. Ich glaube, mit 96 Angriffen oder so in der Dreh hat sie die meisten Angriffe bekommen. Das heißt, sie hat sozusagen das ironische Set-Teil bekommen. Als Siegtreffer war irgendjemand, den kannte ich nicht. L3, HHR, Papapa, irgendwie so. Auf jeden Fall hatte derjenige den Siegtreffer. Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe halt das Pech gehabt, dass ich mitten im Unterricht war. Also bei mir geht der zweite Block genau 10 Uhr los und endet erst 11:30 Uhr. Und da war ich genau, als der Block anfing, kam der Schurke und ich dachte mir so, ja toll, fein gemacht. Ja, ich habe dann ein paar Angriffe so nebenbei ein bisschen gemacht, ne? Kennt ihr ja sicherlich, zumindest die Leute, die noch in der Schule sind. Und dann war es das aber auch. Ich habe meine, ich glaube, 25 Energie und 7 oder 6 Trainingseinheiten abgeholt. Natürlich ein bisschen episches Zeug und so. Und habe glücklicherweise auch einen Begleiter bekommen. Leider kein Einhorn, das wäre auch zu schön gewesen, gibt es ja leider nicht. Sondern hier den Watson, der Watson dürfte es gewesen sein. Plus 124, abgefangen, 4 Augen und Rache. Also ein richtig blöder Begleiter, den eigentlich keiner braucht. Aber nur gut, man hat einen Begleiter mehr an der Liste, man hat einen Begleiter mehr für die Heldentaten hier. Da gab es ja auch irgendwie Heldentaten. Wo steht denn das Held? Gibt es ja, glaube ich, 8 von 10 Bauplätze freigeschaltet. Noch die letzten 2 und ich kriege 25 Energie. Na Mensch, dauert ja nur noch 3 Monate, bis ich die voll habe. Bam, bam, bam. 9 von 10 verschiedene einzigartige Begleiter gesammelt. Ach so. Das heißt, ich bräuchte noch einen 10. anderen Begleiter. Na gut.
Das kriegen wir sicherlich auch noch irgendwann hin. Ich bin ja weiterhin auf der Suche, ob ich endlich mal wieder eine Überraschungsbox finde, die ich für euch, mit euch aufmachen kann. Aber wie das Glück halt so spielt, es ist nicht auf meiner Seite, ne? Ich kann hier blättern, wie ich will. Ich bekomme leider keine epische Überraschungsbox mehr. So, das letzte Mal. Oh, ein Begleiter. Odin mit von der Schippe springen. Adlerauge, unsteter Tropfen. Was ist denn da los, meine Damen und Herren? Steter Tropfen, Adlerauge und von der Schippe springen. Ich dachte, das ist eigentlich eine sehr gute Kombi für Duelle, oder? Okay, er hat 150 Kraft. Das ist jetzt nicht ganz ideal, ne? Aber ich sag mal, für 194.000 Münzen geht das vollkommen fit. Das Problem ist nur, ich habe gerade nicht so viele Münzen. Ich muss noch ein paar Münzen sammeln. Das heißt, ich darf jetzt hier nicht blättern. Ich muss das jetzt einfach mal so lassen und hoffen, dass ich mir den lieben Odin noch freischalten kann. Das Problem ist ja wirklich, ne? Ich habe hier Nender LP, ne? Der hat die perfekten Fähigkeiten, steht da Tropfen hochgepäppelt und von der Schippe springen. Jedoch ist das Problem, ich habe ihn relativ am Anfang bekommen, ne? Und umso höher man sein eigenes Level hat, umso besser werden auch die Begleiter, die man bekommt. Und ihr seht hier, mein Begleiter Odin, also der Begleiter, der hier im Shop ist, hat jetzt schon auf Level 1, ne, hat er bessere Attribute, 117 Attribute mehr als mein Stufe 30 Nender LP. Ne? Und die, da oben steht es, Vergleich bei gleicher Stufe. Wenn ich den hier auf Level 30 hochlevel, hat er einfach 400 Attribute mehr als mein Nender LP. Ne? Und das ist halt dann schon 400 Skillpunkte mehr. Ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Ne? Natürlich, er hat keinen hochgepäppelt, deswegen werde ich für Teamkämpfe auf jeden Fall weiterhin Nender LP benutzen. Aber für Duelle ist es gar nicht so schlecht. Deswegen, auf geht's. Wir brauchen Münzen, wir brauchen Münzen. Wir müssen noch 50.000 Münzen irgendwoher sammeln. Aber das kriegen wir auch hin, Leute. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe gerade meine Versteckzentrale nicht, wo ich auch noch Free Münzen herbekommen würde. Aber das ist alles nicht so wild. Wir kriegen das schon hin. So, ich würde sagen, wir kümmern uns mal noch fix um die Rangliste. Und dann sollte es das auch schon wieder für heute mal gewesen sein, würde ich sagen. Also, ich bin in den Top 10 weiterhin, auch wenn es knapp ist hier. Die ganze Sache hier ist so knapp, Mensch. Aber nun gut, ich bin zurzeit auf Platz 9. Freue mich sehr darüber. Mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Die liebe Florette ist auf dem ersten Platz mit 47.077 Ehre. Topstar auf dem zweiten Platz mit 42.998 Ehre. Und Sören hat sich auf den dritten Platz vorgekämpft mit 38.377 Ehre. Bei der Stufe sieht es wie folgt aus: Mr. Shins natürlich weiterhin auf dem ersten Platz und als erster auf Server 14 in der Levelbremse. Also, für die Leute, die das nicht kennen, die Levelbremse ab Stufe 249 ist es so, dass jedes Level enorm viel mehr Erfahrungspunkte benötigt als die Level zuvor. Ich habe jetzt nicht genau die Übersicht im Kopf. Aber wenn ihr beispielsweise, nur angenommen, für Level 248 zu Level 249 100.000 Erfahrungspunkte braucht, dann braucht ihr von Level 249 auf Level 250 300.000. Ungefähr so müsste das sein. Auf jeden Fall enorm viel mehr. Ne? Normalerweise braucht man pro Level vielleicht 5.000 bis 10.000 Erfahrung mehr. Das können wir gleich nochmal sehen. Jetzt brauche ich insgesamt 73.811 Erfahrung für das Level 202 zu 203. Ne? Mit dieser Mission könnte ich das vielleicht. Wie viel waren es jetzt? 73.800 noch was. Genau, so. Jetzt habe ich das Level erreicht. Und jetzt brauche ich 1.000 mehr, Leute. 1.000 Erfahrung. Das ist halt einfach ein Witz. Das ist gar nichts, ne? Im Endeffekt ist es einfach nur das Ziel, nochmal genauso viel Erfahrung zu sammeln, wie man gerade schon gehabt hat. So. Und bei der Levelbremse ist halt der Fall, dass man dann wirklich enorm viel mehr braucht. Nicht nur 1.000 oder 10.000, sondern wirklich dann hunderte Tausende, um das nächste Level zu erreichen. Deswegen nennt man das Levelbremse, weil man da wirklich sehr langsam levelt. So, auf dem zweiten Platz ist Cookie mit Stufe 244 und mir fällt nichts ein, ist auf dem dritten Platz mit Stufe 240. Bei den Teams sieht es weiterhin wie folgt aus. We Are Legion ist weiterhin auf der 1 mit 17.240 Ehre. Space Monkeys habe ich hier oben noch nie gesehen. Ist aber derzeitig auf dem Platz 2 mit 16.490 Ehre und Absolute Beginners ist auf dem dritten Platz mit 16.170 Ehre. Bei den Trophäen
Eieiei, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Oh, ich hätte es ankündigen sollen. Naja, egal. bei den Trophäen sieht es wie folgt aus. Unser Plan ist leider nicht aufgegangen. Wir haben heute die Energietrophäe bekommen. Das heißt, wir haben weiterhin 3 Energietrophäen und 2 Trainingstrophäen. Die Absolute Beginners haben 2 Belohnungstrophäen und 2 Energietrophäen. Leaky Dealer hat eine Mut-Trophäe, 2 Energietrophäen und eine Trainingstrophäe. Neon hat dementsprechend 2 Trainingstrophäen und weiterhin 2 Energietrophäen. Notausgang hat 3 Energietrophäen und eine Trainingstrophäe. Monster AG hat eine Mut-Trophäe. Evolution hat 3 Trainingstrophäen und eine Energietrophäe. Und Red Desert hat eine Trainingstrophäe, eine Energietrophäe und eine Belohnungstrophäe. Bei der Liga, bei der Champions Liga wohlgemerkt, sieht es wie folgt aus. Florett hat sich den ersten Platz vorübergehend wieder sichergestellt, sage ich mal, mit 1862 Ligapunkten. Topstar ist dahingehend auf dem zweiten Platz mit 1847 Ligapunkten. Und Kitty Cat hat sich, ich glaube, sie war da vorne noch nicht auf Platz 3, ist auf jeden Fall jetzt auf Platz 3 mit 1766 Ligapunkten. Beim Wochenturnier sieht es wie folgt aus. Mr. Shinsen ist natürlich auf dem ersten Platz. Hätte mich gestern auch stark gewundert, hätte er gestern nicht noch seine Energie gespielt. Ist auf dem ersten Platz mit 1,25 Millionen Erfahrungspunkten plus. Mir fällt nichts ein, ist auf dem zweiten Platz mit 1,207 Millionen Erfahrungspunkten plus. Und NA Hero hält sich weiterhin wacker hier oben mit 1,182 Millionen Erfahrungs plus. Herzlichen Glückwunsch an euch. Bislang. Haltet durch, die Woche ist noch lang. Dann, bei der Ehre, sieht es wie folgt aus. Syntex, weiterhin auf der 1 mit 29.376 Ehre plus. Rise 2 auf der 2 mit 27.533 Ehre plus. Und Ultimate Lümmel von We Are Legion mit 25.275 Ehre plus auf der 3. Und unser Braveheart tut sich ja auch ein wenig annähern an unserem Lümmel mit 23.252 Ehre plus, nur ja knapp 2.000 Erfahrung unter Lümmel. Aber mal schauen, was hier der Lauf der Woche noch so zeigt. Naja, ungefähr so wird man das schon aussprechen, meiner Meinung nach. So, dann gehen wir nochmal aufs Heldenversteck. Da sieht es weiterhin wie folgt aus. Number 8, wie gesagt, immer noch auf der 1 mit 104.724 Ruhm. Adlerauge 123 mit 102.293 Ruhm auf der 2. Und auf der 3 Trumpnuss mit 90.528 Ruhm. Beim Ausbau weiterhin natürlich Florett auf der 1 mit 51% Ausbau. Mir fällt nichts ein. Und Porzeng haben mich beide mittlerweile überholt. Sind bei 49% Ausbau, genauso wie ich. Haben aber anscheinend irgendwas mehr ausgebaut, weswegen sie über mir stehen. Herzlichen Glückwunsch an euch an dieser Stelle. Radium Man ist auf der 5 mit 47%. Und Mr. Shinsen ist auch wieder ein bisschen hier an Reinbuttern von Münzen in sein Versteck. Ist bei 46% und damit auf Platz 6 zurzeit. So, die gewonnen. Ich habe wirklich das Gefühl, wie seht ihr das? Kriegt man zurzeit wirklich mehr Trainingseinheiten durch Missionen? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich pro Tag durch meine Energie, die ich verspiele, 5 bis 10 Trainingseinheiten bekomme. Einfach so free. Ne? Also es ist wirklich schon krass, dass man da einfach so relativ viele Trainingseinheiten kostenlos einfach so zugesteckt bekommt von Mr. Playata. Nun gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich schaffe es noch hier, den lieben Odin zu mir zu bringen. Habe ich eigentlich schon so einen Hund? Ja, Eddie Einhorn. Eddie Einhorn habe ich. Aber der hat natürlich nicht so geile, vor allem so direkt auf einen Blick, Städertropfen, Adlerauge und von der Schippe springen. Ich glaube, viel besser geht's gar nicht. Als Duellbegleiter jetzt, ne? Nun gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, mit Hashtag Odin. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, wünsche euch einen schönen Abend, wünsche euch einen schönen Tag morgen und wir sehen uns morgen Abend wieder. Mal schnell das wilde Känguru hier besiegen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schlüpper Stürmer.